Viele haben das schon gemerkt, wenn zum Beispiel das Lieblingslokal Ruhetage, mehr Ruhetage hat. Wir haben in Deutschland einen erheblichen Mangel an Fach- und an Arbeitskräften. Und das ist eine Wachstumsbremse. Die lösen wir jetzt mit einem der modernsten Fachkräfteeinwanderungsgesetze der Welt. Wir reduzieren die Schwellen für diejenigen, die als IT-Experten nach Deutschland kommen wollen, aber wir schaffen auch Chancen für die Menschen, die noch keinen Arbeitsvertrag haben und erst hier bei uns im Arbeitsmarkt schauen, wo sie sich einbringen können. Da gibt es ein Punktesystem, also ein echter Wandel bei der Einwanderungspolitik nach dem Leitbild, mehr an qualifizierter Einwanderung steuern und irreguläre Einwanderung in unsere Sozialsysteme begrenzen.